Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem ganz neuen digitalen Format, nämlich dem ersten Digital Talk der CDU Saar. Ja, die Euphorie über soziale Netzwerke und das Zeitalter der digitalen Demokratie war anfangs enorm. Das Internet sollte uns mehr Transparenz, eine nahbare Politik und endlich einen gesamtgesellschaftlichen öffentlichen Diskurs ermöglichen. Und tatsächlich, Online-Petitionen fragen heute die Meinungen vieler Bürgerinnen und Bürger ab. Politikerinnen und Politiker treten per Facebook oder Twitter direkt mit ihren Wählerinnen und Wählern in Kontakt. Und immer mehr Menschen beteiligen sich an öffentlichen Debatten. Doch leider ist nicht nur Optimismus angebracht. In jedem sozialen Netzwerk lassen sich unzählige hasserfüllte Kommentare oder Posts finden. Fake News verbreiten sich rasend schnell und datengesteuerte Informations- und Manipulationskampagnen beeinflussen Wahlkämpfe. Genau über diese Chancen, die soziale Netzwerke bieten, aber eben auch über die genannten Herausforderungen, wollen wir heute Abend sprechen. Daher lautet unser Thema: Facebook, Twitter und Co., wie Social Media Politik und Demokratie verändert. Begrüßen darf ich dazu, wie ich finde, äußerst interessante Gäste. Mit dabei ist Tobias Hans, der Landesvorsitzende der CDU Saar und Ministerpräsident des Saarlandes, der sich nicht nehmen ließ, heute hier bei diesem digitalen Format persönlich mitzuwirken. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen, Tobias. Dankeschön. Begrüßen darf ich des Weiteren Diana Kinnert, Unternehmerin, Publizistin und Christdemokratin. Sie ist in vielen Bereichen aktiv. Unter anderem wurde sie von Peter Tauber, dem ehemaligen Generalsekretär der CDU, in die Parteireformkommission berufen und hat sich dort Gedanken über die CDU der Zukunft gemacht. Vielleicht hören wir dazu später noch mehr. Jetzt aber erstmal hallo Diana. Hallo, danke schön. Dann ist zugeschaltet aus Berlin Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin der Rheinischen Post und Leiterin des Parlamentsbüros. 2018 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Christina Dunz eine Biografie über CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und heute ist sie hier mit dabei und wird als renommierte Politikjournalistin die Runde sicherlich bereichern. Zunächst einmal herzliche Grüße nach Berlin und guten Abend, Frau Quadbeck. Guten Abend. Grüße zurück. Mitdiskutieren wird auch Martin Fuchs. Social Media und Politik, das ist genau sein Thema. Er berät Regierungen, Parlamente, Parteien und Verwaltungen in digitaler Kommunikation, bloggt aber auch selbst über Digitalisierung in der Politik, ist Speaker und wie man heute Abend sieht, auch gefragter Gast in Talkveranstaltungen. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo, moin moin. Vielleicht noch für euch, die jetzt bei Facebook und bei YouTube zuschauen, einige Hinweise zum Ablauf des heutigen Abends. Wir werden jetzt erstmal in dieser Runde in die Diskussion zum Thema einsteigen. Währenddessen habt ihr dann aber schon die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion bei Facebook. Und soweit es die Zeit zulässt, werden wir diese Fragen dann alle an unsere Gäste zur Beantwortung weitergeben. Martin, wir wollen vielleicht zunächst mal die Ist-Situation beschreiben. Ich hatte eingangs gesagt, dass Politikerinnen und Politiker heutzutage auch selbstverständlich in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Aber ist das überhaupt so? Du bist ja Politikberater und kannst das wahrscheinlich auch parteiübergreifend beurteilen. Welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle heutzutage in der politischen Kommunikation? Also ich würde fast sagen, seit 2017 ist das der Standard. Also nicht nur in Wahlkämpfen, sondern auch zwischen den Wahlkämpfen, dass Politikerinnen und Politiker entschieden haben, okay, es reicht eben nicht mehr auf traditionellen Wege zu kommunizieren, sondern natürlich digital unterwegs zu sein. Und der Standard ist eigentlich mittlerweile so auf Bundesebene und Europaebene, dass man in mindestens 2 bis 3 Netzwerken auch aktiv ist. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist die andere Frage, aber man ist auf jeden Fall dabei. Und wenn es dann so runtergeht, so auf der kommunalen Ebene, wird es ein bisschen dünner dann auch an der Stelle, aus verschiedensten Gründen, natürlich Ressourcenmangel und natürlich Zeitmangel und so weiter. Aber ich würde erstmal sagen, von der quantitativen Nutzung ist, glaube ich, Deutschland in der Politik durchdigitalisiert, was die Kommunikation angeht. So, das ist natürlich erstmal sehr oberflächlich betrachtet. Wenn man sich dann anschaut, was meines Erachtens immer viel wichtiger ist, nämlich die Kultur zu verstehen, wo man da eigentlich kommuniziert und mit wem man da kommuniziert und wie man da vielleicht auch kommuniziert, würde ich noch sagen, ist noch extrem hohes Nachholbedarf. Okay. Tobias, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal gesagt, dass ihm zum Regieren Bild, Bams und Glotze reicht. Dass das nicht reicht, haben wir gerade noch mal von Martin Fuchs gehört. Auch du setzt ja verstärkt auf Social Media, bist bei Facebook, hast eine eigene Seite, bist bei Instagram, Twitter und neuerdings sogar auch noch bei TikTok aktiv als erster Ministerpräsident Deutschlands.
Welchen Mehrwert stellt diese Art der Kommunikation für dich insbesondere als Politiker dar? Naja, es ist ganz einfach. Ich erreiche die Leute da, wo sie sind. Erstmal mit meinen politischen Botschaften. Das ist eben auch ein Ziel von politischer Kommunikation. Aber was eben auch wichtig ist, es ist ja nicht nur Versenden, sondern es ist eben auch Empfangen. Und es ermöglicht mir tatsächlich in den unterschiedlichsten Kanälen auch unterschiedliche Menschen zu treffen. Hm. Ist nun mal so, dass auf der klassischen Parteiveranstaltung trifft man eben nicht alle Generationen und alle Schichten. Auf der klassischen Diskussionsveranstaltung im gesellschaftlichen Raum trifft man eben auch längst nicht mehr alle. Und in der Corona-Krise, wo man eh nicht quasi das Haus verlassen sollte in der Hochphase, war das besonders wichtig, trotzdem Kontakt mit den Menschen zu bleiben. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich gehe zu TikTok, wo eine ganz junge Generation ist und möchte dort eben auch nochmal helfen, dass Leute verstehen, worauf es jetzt ankommt. Ich meine, davon abgesehen, wenn du sagst, was für ein Bundeskanzler irgendwann mal wichtig war, ich habe das Smartphone quasi immer dabei und das ist mein wichtigstes Instrument, um das Land zu regieren. Mhm. Ich mache das per direkter Kommunikation auf direkten Kanälen, aber eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern über diese sozialen Netzwerke. Mhm. Diana, früher haben nur Politiker kommuniziert, vielleicht noch zusammen mit Journalisten oder mächtigen Einzelpersonen. Das waren dann sozusagen die Meinungsmacher. Heute hat eigentlich jeder Bürger die Möglichkeit, über soziale Netzwerke seine Meinung kundzutun. Hat die Digitalisierung bzw. das Internet also zu mehr Beteiligung, mehr Partizipation und dadurch letztendlich auch zu mehr Demokratie geführt? Es ist ein weites Feld. Ich glaube natürlich, dass es ein Spannungsfeld ist. Man kann es sehr effizient, sehr kanalisiert, sehr organisiert nutzen, um Partizipationskultur auch politisch abzuschöpfen. Es kann aber auch genau gegenteilig sich auswirken, dass eben durch Fake News, dass durch Manipulationskampagnen eine Unübersichtlichkeit hergestellt wird, eine Beschleunigung hergestellt wird und manche auch über algorithmische Formeln, manche Inhalte einfach runtergespielt werden und andere hochgespielt werden. Und das ist am Ende des Tages vielleicht nicht immer zwangsläufig ein demokratisches Abbild. Mhm. Frau Quadbeck, vielleicht mal die Frage an Sie. Wenn heute Politikerinnen und Politiker über ihre Inhalte, aber auch ihre Betätigkeiten in den sozialen Netzwerken selbst berichten können, und Diana hat ja auch gesagt, es ist schon auch eine Möglichkeit für Bürger, Informationen ins Netz zu stellen, dann kommt doch die Frage auf, welche Aufgaben haben dann eigentlich noch die klassischen Medien, die Sie ja heute Abend hier vertreten? Na, die klassischen Medien sind ja dann immer gefragt, wenn im Netz irgendwelche Dinge unterwegs sind, wo man sich fragt, ist das Fake News oder ist das Wahrheit? Und ich finde, vor allen Dingen in der Corona-Krise konnte man ja sehen, wie stark die Menschen den klassischen Medien vertrauen. Also die Klickzahlen in allen Portalen sind hochgegangen, sogar die Printabos sind nochmal gestiegen, was wir uns jetzt auch noch nicht mehr so zu träumen wagten. Also daran kann man sehen, dass die Menschen durchaus unterscheiden können, dass das, was an Informationsverbreitung im Netz und auf vielen sozialen Kanälen stattfindet, eben nicht mit Journalismus gleichzusetzen ist. Und wenn Sie Aufklärung wollen über Sachverhalte, dann gehen Sie am Ende doch zu diesen, auch zu den traditionellen Marken, eben zu denen, die sich seit Jahrzehnten etabliert haben, die auch schon ihre Eltern konsumiert haben, also auch die Öffentlich-Rechtlichen hatten ja nochmal einen richtigen Höhenflug in der Corona-Zeit und es war eine Umfrage veröffentlicht worden, welchen Medien vertrauen Sie? Und da stehen eben tatsächlich ganz weit oben die Öffentlich-Rechtlichen und dann gefolgt von den Regionalzeitungen. Also ich finde, das ist schon ein interessanter Befund und ohne die klassischen Medien hätte man eine Form von Anarchismus im Netz und auch Desorientierung. Das heißt, es wäre niemand mehr da, der das kanalisiert. Und aus guten Gründen wird ja auch immer wieder darüber geredet, ob Twitter, Facebook nicht noch sehr viel genauer hinschauen muss, was das Thema Fake News angeht. Und Beispiel Trump und Thema Gewaltverherrlichung oder Aufruf zur Gewalt, dass eben eine Kontrollfunktion wichtig ist, nicht nur für die klassischen Medien, also die klassischen Medien unterliegen ja dem Presserat und den verschiedenen Landesmediengesetzen, während das eben bei den Social-Media-Plattformen nicht der Fall ist. Und umso wichtiger sind die traditionellen Medien, für die es Regeln gibt.
vielleicht gerade dazu, ja? Da würde ich gerne noch was ergänzen. Also zu dem, was Eva Quadbeck gerade gesagt hat, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass der klassische Journalismus natürlich auch beobachtet, was Politik im Netz tut, also was Regierungen tun, was Parteien tun und das einzuordnen. Also dieser, gerade, ich habe es ja beschrieben, jeder nutzt es jetzt, jeder ist dabei, alle, das sind ja Millionen von Informationen, von Postings jeden Tag, die kann ja kein normaler Bürger, Bürgerin überwachen und auch was da gesagt wird, ich weiß es nicht, was Tobias Hans jeden Tag von sich gibt, aber ist das auch alles wahr? Ist das auch alles wichtig? Das muss eingeordnet werden. Und ich glaube dafür, weil ich auch immer wieder höre von Journalistinnen und Journalisten, ah, diese Social Media machen unseren Job kaputt und so etwas. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, es wird umso immer wichtiger, dass es Journalismus gibt und auch Printjournalismus meinetwegen auch, der genau das genau anguckt und einordnet, was da passiert in der Politik auch. Tobias? Absolut. Also ich meine, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch mal anerkennen, es gibt ja nicht irgendwie zwei Welten, in denen wir leben, sondern es gibt nicht digitale und offline Welt, es gibt eine Welt und deswegen muss der Journalismus eben auch in den sozialen Netzwerken spürbar sein, vorhanden sein und auch genau hinschauen. Man sagt ja nicht ohne Grund, dass es eine vierte Gewalt eben auch braucht, die Politik auf die Finger schaut und die Gesellschaft auf die Finger schaut, die entlarvt, wenn es Fake News gibt und die entlarvt, wenn es Politiker gibt, die die sozialen Netzwerken auch missbrauchen, um Stimmung zu machen. Und da gibt es ja wirklich sehr negative Beispiele, auch in Deutschland. Und deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel in sozialen Netzwerken stattfindet und dort auch in die Kommentarfunktionen reinschaut. Damit fühle ich mich persönlich als Politiker wohl. Es haben ja viele gesagt, Corona ist die Zeit der Exekutive. Krise ist Zeit der Exekutive. Ich glaube, es ist vor allem eine Zeit, in der sich unsere Demokratie beweist. Und ob die Grundfesten unserer Demokratie funktionieren, Gerichtsbarkeit, die teilweise korrigierend eingegriffen hat, gehört dazu. Oppositionsarbeit gehört dazu, aber eben auch ein kritischer Journalismus. Und deshalb, glaube ich, muss ich das überhaupt gar nicht widersprechen. Ich möchte nicht über meine sozialen Kanäle in Konkurrenz mit dem Journalismus gehen. Ganz im Gegenteil. Man kann das beobachten, das ist für jedermann zugänglich, für jede Frau zugänglich und es soll gerne auch kritisiert werden. Vielleicht noch gerade dazu eine Anschlussfrage. Spielt in diesem Zusammenhang nicht auch die Förderung von Medienkompetenz eine Rolle? Dass jeder Bürger auch in der Lage ist, selbst einzuschätzen, welche Information ist seriös und welche ist unseriös? Und wie kann man diese Medienkompetenz auch wirklich fördern? Also erstens ist es ganz wichtig, dass man schon jungen Menschen beibringt, wie man mit der Vielfalt im Netz umzugehen hat. Ich meine, es gab ja auch schon vorher zum Glück Meinungsvielfalt und man konnte ja vorher auch, wenn man auf die Straße gegangen ist, erleben, dass da mal jemand über die Straße läuft und vielleicht irgendwas ruft, was an kruden Thesen da so herumgerufen wird. Das ist ja nichts Neues, bloß die Kanalisierung, dass alles eben auf so einem Smartphone plötzlich irgendwie auftaucht und zugänglich ist, das ist was, damit muss ein junger Mensch lernen umzugehen, aber damit müssen eben auch ältere Menschen lernen umzugehen. Was eine Riesenchance ist, ist, dass zum Beispiel über die Landesmedienanstalten im Saarland wird es sehr aktiv gemacht, eben auch Kurse angeboten werden, wie man kritisch damit umgeht, wie man Fake News zum Beispiel enttarnen kann. Das ist für mich was, was nicht nur alleine in der Schule stattzufinden hat, sondern eben auch für alle Bevölkerungsschichten und Altersklassen angeboten werden muss. Und ich glaube, das ist auch im Sinne eines jeden Arbeitgebers zum Beispiel, dass da seine Mitarbeiter nicht beschallt werden und alles glauben, was da so in den Blasen ist. Man überhaupt zu erkennen, was ist eine Blase, in der man drin ist, ist ganz wichtig. Also da haben wir schon auch noch einen gewissen Auftrag, glaube ich, hier eine gewisse Kompetenz den Menschen auch nahezubringen. Frau Quadbeck, wir haben gerade gehört, die Medien haben also eine besondere Aufgabe, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben ja auch einen seriösen Journalismus hier in Deutschland, Gott sei Dank. In vielen Ländern der Welt ist das nicht mehr der Fall, teils mit verheerenden Folgen. Aber dennoch hat man manchmal auch den Eindruck, dass die ein oder andere Online-Redaktion, auch klassischer Medien, der Versuchung erliegt, durch skandalisierende oder auch zumindest mal zugespitzte Berichterstattung ihren Erfolg auch im Netz zu erhöhen. Wie gefährlich ist das? Oder erstmal, ist das auch Ihr Eindruck? Und wenn ja, wie gefährlich ist das? Also selbstverständlich wird schon auf die Klickzahlen geguckt. Also man schaut, was eben funktioniert im Netz. Und da ist es durchaus so, dass natürlich bestimmte Schlüsselwörter gut funktionieren. Also zum Beispiel, wenn Sie Trump in die Überschrift schreiben oder wenn Sie Sex in die Überschrift schreiben, dann können Sie davon ausgehen, dass es immer ganz gut klickt.
ich bin mir nicht so sicher, dass das dann unbedingt dazu führt, dass man die Dinge total skandalisiert. Auch früher mussten schon Zeitungen verkauft werden und auch früher hat man schon Schlagzeilen gemacht, wo man dann ab und zu einen Anruf vom Leser bekam. Naja, so ganz deckt der Inhalt des Artikels ja nicht das, was ihr darüber geschrieben habt. Also die Schlagzeile war schon immer das Instrument, Journalismus zu verkaufen. Deshalb sehe ich dann nicht so stark die Gefahr. Ich würde gerne noch an einer Stelle was ergänzen zum Thema Politik und Kommunikation. Ich finde, dass Herr Hans vollkommen recht hat, wenn er sagt, er muss seine politischen Thesen verbreitet er natürlich auch über Social Media. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass sich die Politik abgrenzt und nicht anfängt, selber sich wie ein Zeitungs- oder Fernsehbüro oder überhaupt eine Redaktion aufzustellen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie Herr Scheuer in Berlin ein Neuigkeitenzimmer erfunden hat, wo tatsächlich den ganzen Tag Ministeriumspropaganda, mit der Sie als Journalist gar nichts anfangen können, gesendet wird. Und wenn Sie dann versuchen, in der Pressestelle anzurufen, um einfach ein paar Sachinformationen zu bekommen oder um zu hören, was der Minister denkt, dann warten Sie stundenlang auf einen Rückruf. Und ich finde, wenn Pressestellen von Behörden oder auch von Parteien sich in dieser Art und Weise verändern, indem sie ihr eigenes, also die anderen nennen das Newsroom, Herr Scheuer nennt das Neuigkeitenzimmer, da sehe ich dann wirklich eine Gefahr, weil nämlich dann gar keine Kommunikation wirklich mehr stattfindet. Die Partei oder die Politik oder die Behörden geben ihre Propaganda ins Journalisten, bekommen überhaupt nicht mehr die Fragen, die sie eigentlich haben, beantwortet. Also da kann, an der Stelle kann ich nur warnen, das zu machen. Martin, du hast. Das ist schon ein neues Thema. Dazu vielleicht ganz kurz. Ich glaube, auch da sind wir nicht wieder in getrennten Welten, sondern natürlich ist das, was in Neuigkeitenzimmer passiert in Berlin, natürlich für eine ganz andere Zielgruppe gedacht. Nicht für Journalistinnen und Journalisten, sondern für Bürgerinnen und Bürger. Und das ist natürlich anders aufbereitet. Dass dann die Pressestelle nicht antwortet, ist ein ganz anderes Problem. Es ist die Pressestelle des Ministeriums, die das macht. Ja, ich habe sie schon beraten, also von daher weiß ich das an der Stelle. Sondern natürlich gibt es dann auch Leute, die nur für die Presse da sind und Leute, die nur für die Bürgerkommunikation zuständig sind. So. Aber was mir eigentlich gerade noch eingefallen ist, Sie hatten versucht zu beschreiben, gerade Frau Quadbeck, dass Überschriften immer schon skandalisiert gewirkt haben oder immer schon Leute in den Artikel reinziehen sollten. Es hat sich aber ein bisschen was verändert in Social Media, denn die Erwartungshaltung der Nutzerinnen und Nutzer ist heutzutage so, dass die Informationen empfinden, News Find-Me-Phänomen heißt das so genannt. Und da gibt es gerade eine aktuelle Studie, die ich sehr spannend finde aus den USA, die nämlich sagt, dass Menschen, die eben nur Nachrichten nur konsumieren, das werden immer mehr, nicht nur die Jungen, auch die Älteren, dann über Social Media konsumieren, dann meistens natürlich, oder die Wirkung ist, dass sie weniger Politik interessiert sind, weniger informiert. Sie denken aber, sie werden informiert, weil sie natürlich nur die kralligen und krawalligen Überschriften in ihr Leben gespült kriegen. Und das ist einer der Gründe, jedenfalls die Interpretation der Wissenschaftler an der Stelle, dass halt nur die Überschriften gelesen werden, weil eben nicht mehr gern konsumiert wird, was in diesem tollen Artikel vielleicht von Frau Quadbeck steht, sondern nur die knallige Überschrift wahrgenommen wird. Und da haben, glaube ich, schon auch die Medien eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich würde mir wünschen, dass das in der Stelle auch viel, viel stärker quasi auf sachlich formulierte Headlines geht und nicht diese knallige Geschichten dann halt Meinungsbildung sehr stark beeinflussen. Aber Diana, ist es nicht gerade so, dass Polarisierung und Provokation sich teilweise auch im Netz durchsetzt? Wenn wir mal sehen, was die AfD und teilweise auch Politiker wie Donald Trump für Reichweiten generieren mit ihren Posts, die ja oft sehr emotional auch sind? Ich denke, dass das zu einem ganz grundsätzlichen modernen Trend dazugehört, dass eine immer weiter fragmentierte Gesellschaft, die unübersichtlicher wird, die schneller wird, die komplexer wird, dass man da eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit hat und dass, wenn man diese Eindeutigkeit als Angebot liefert, und das hat auch was mit einer Zuspitzung in Überschriften zu tun, dass das natürlich schneller konsumiert wird und dadurch auch einen Konsum, eine Konsumbefriedigung hergibt, weil der Konsument genau diese Zuspitzung und diese Orientierung schnell haben will. Und da glaube ich, dass es nicht unbedingt die Kritik jetzt an viele Journalisten geht, die differenziert und immer noch sehr gut einordnbar das Angebot liefern, sondern dann muss es eigentlich auch darum gehen, dass man eigentlich eine Medienkompetenz erzieht und junge Menschen dazu befähigt, sich eben auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und Medien auch eigentlich wirksam und differenziert zu konsumieren. Und zu erwarten, dass das Angebot selbst das löst, ist, glaube ich, zu wenig. Was glaubst du, wie ausgeprägt ist die Medienkompetenz, gerade bei der jüngeren Generation?
Angela Merkel wird heute noch dafür verlacht und vor Jahren auch schon, dass sie gesagt hat, das Internet ist Neuland. Und es ist in all diesen Fragen aber tatsächlich immer noch Neuland, weil es nicht darum geht, dass man bestimmte Inhalte 1:1 in den digitalen Raum einfach übersetzt und es die gleiche Kultur ist, sondern ein junger Mensch, der in Allzeiterreichbarkeit der andere Simultanwelten ganz schnell erlebt. Man sieht das bei Flüchtlingen, die wissen, wie es in Europa aussieht. Jeden Tag, jede Sekunde über 100 Livestreams. Das verändert eigentlich die Grundbedingungen des Zusammenlebens. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die eigentlich soziologisch viel mehr oder auch psychologisch mit eigentlich einer Menschenkenntnis zu tun haben, mit einer Persönlichkeitswerdung zu tun haben. Und das ist bei uns noch nicht allen in dieser Ernsthaftigkeit auf dem Schirm. Martin, ja? Meine Erfahrung, das ist jetzt keine repräsentative Studie, ist, dass die Menschen unter 35 eigentlich eine viel höhere Medienkompetenz oftmals haben, weil sie schon sehr schnell Fehler gemacht haben, auch in jungen Jahren, und gelernt haben, quasi zu verstehen, wie das alles funktioniert. Mein Problem, da sage ich immer ein bisschen zugespitzt, sind eher die Menschen 40 bis 60 so, weil die ab 60, die gehen jetzt allein ins Medienanstalt oder in die Volkshochschule und bilden sich weiter, damit sie dann noch Kontakt mit ihren Enkeln, Urenkeln und so halten können, verstehen viel, viel besser den digitalen Raum vielleicht mal oftmals noch. Aber die 40 bis 60-Jährigen, das ist meine Problembärgruppe, würde ich mal so das definieren, weil die sagen, okay, sie sind angekommen im vielleicht Berufsleben, Karriereleben, im Familienleben, sie wollen sich jetzt gar nicht mit den neuen Sachen auseinandersetzen, sie sind jetzt erfolgreich mit dem, was sie 40 Jahre lang gelernt haben. So. Aber wie ist denn das Mediennutzungsverhalten bei den jüngeren Menschen? Konsumieren die ihre Informationen über klassische Medien oder über soziale Medien? Das wird immer mehr, also das wird in dieser Gruppe der 40- bis 60-Jährigen wird es natürlich immer stärker auch. Es gibt so eine Zahl von jetzt irgendwie 33%, glaube ich, der Deutschen, die sagen, dass sie ihre Nachrichten auch über Social Media konsumieren, also gesamtgesellschaftlich. Das ist natürlich in der Gruppe der 40- bis 60-Jährigen geringer als bei den ganz jungen Nutzerinnen, aber es wird immer mehr, und ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger können auch gar nicht mehr entscheiden, haben sie das jetzt bei Tagesschau auf Facebook oder TikTok gesehen oder haben sie das jetzt bei Tagesschau 20 Uhr im linearen Fernsehen gesehen. Also ich glaube, da verwischen auch die Welten, dass man das gar nicht mehr genau zuordnen kann. So. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch unterscheidet. Man kann ja über soziale Plattformen auch durchaus seriöse Nachrichten verfolgen. Also ehrlich gesagt, könnte ich das jetzt persönlich auch nicht sagen, habe ich jetzt den einen oder anderen Beitrag gesehen, weil es einen Link gab auf Twitter oder Facebook, oder bin ich dafür in die Tagesschau-App gegangen. Das ist auch nicht das Thema. Das Problem ist, dass wir teilweise eben Menschen haben, die in ihrer Timeline eben gewisse Informationen haben, und da steht direkt neben der Tagesschau-Meldung eben irgendwas, ein übler Facebook-Inhalt, Fake News-Inhalt, der dann miteinander vermischt wird. Und das, glaube ich, zu unterscheiden, diese Kompetenz, die muss man rausarbeiten, weil man ja schon, jeder hat diese Menschen vielleicht auch schon mal in seiner Timeline gehabt, wo man erkennen kann, aha, da ist wohl jemand in irgendeiner geschlossenen Gruppe drin und da wird gehetzt und da gibt es Hate Speech und da gibt es irgendwelche Dinge mit einem zweifelhaften Wahrheitsgehalt, und die werden dann verbreitet und dann aus diesen geschlossenen Gruppen nach draußen getragen und pflanzen sich auf diese Art und Weise fort, weil die Algorithmen, die mancher sozialen Plattform eben zugrunde liegen, eben diese negativen Dinge auch stärker in die Timelines spulen als möglicherweise seriöse Informationen. Und das zu erkennen, das ist schwierig, das muss man ehrlich sagen. Und deshalb muss man da, glaube ich, sehr viel Bildungsarbeit auch leisten, dass jeder Einzelne in der Lage ist, es zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich finde es persönlich gut, wenn seriöse Medienmacher eben auch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Frau Quadbeck, vielleicht gerade dazu, die auch Diana hat eben gesagt, wir erleben eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft. Es gibt immer mehr Lebensmodelle, unterschiedliche politische Ansichten. Wie kann es da gelingen, was Tobias Hans eigentlich für sinnvoll erachtet, dass die klassischen Medien im Netz auch alle Gesellschaftsschichten trotz ihrer Unterschiedlichkeit überhaupt noch erreichen? Also die klassischen Medien haben ja auch noch nie wirklich immer jedes Medium alle Gesellschaftsschichten erreicht. Also früher haben die Leute die Zeitung abonniert, die ihnen politisch in den Kram gepasst hat. Heute sind die Medien insgesamt ein bisschen pluraler. Also natürlich gibt es immer noch eine gewisse Ausrichtung. Es ist ein Unterschied, ob ich die Süddeutsche oder die FAZ lese. Und ich habe ja auch einen guten Grund dafür, warum ich das eine oder das andere abonniere. Das heißt also, das kann nicht der Anspruch sein, dass man wirklich komplett die gesamte Gesellschaft erreicht. Man kann nur das Angebot machen, so verständlich Informationen und nachvollziehbar Informationen aufzubereiten, dass man für eine möglichst breite Schicht ein Angebot macht und auch verstanden wird. Und dass man auch die Themen behandelt, die nachgefragt werden. Das ist ja etwas, was die Medien durch
die Social-Media-Aktivitäten ihrer Leser und durch die direkte Resonanz, die man bekommt, durchaus auch gelernt haben in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir manchmal am Leser oder am Konsumenten einfach vorbeigeschrieben und gesendet haben und inzwischen sehr viel mehr wissen, was gewünscht ist. Und da wir eben über die Klickzahlen sprechen, richten sich die Medien natürlich auch danach, weil sie weiterhin ihr Produkt verkaufen müssen, an den Mann bringen müssen. Und wenn wir feststellen, da geht es dann eben nicht nur um reißerische Überschriften, sondern wenn wir feststellen, dass die Leser lieber ein nutzwertiges Stück lesen, also wie funktioniert die Corona-App, anstatt der Hintergrundanalyse, was hat Merkel gestern gemacht, dann wird das auch entsprechend gebracht und auch entsprechend nach oben gestellt. Und das ist der Weg. Also der Weg kann eigentlich nur sein, da hat so eine Emanzipation des Zuhörers oder des Lesers, kann man sagen, stattgefunden. Und der kommen wir nach inzwischen als Medien. Also das war in Teilen auch ein schmerzhafter Lernprozess in den Redaktionen, dass man sich nicht mehr morgens hinsetzen kann und sagen kann, auch wie betrachten wir die Welt und was setzen wir jetzt unseren Lesern vor, sondern dass wir inzwischen sehr viel genauer deren Bedürfnisse kennen. Und die meisten Redaktionen, die gut aufgestellt sind und von jetzt gerade bei den Printzeitungen vom Print ins digitale Zeitalter müssen, wissen ganz genau, dass die Printabonnenten irgendwann überaltert sind, nicht mehr leben und man dann seine Inhalte digital verkaufen muss. Und das verändert den Journalismus im Moment ganz eklatant. Wir haben es gehört, Martin, der Journalismus hat sich verändert, die Politik hat sich verändert. Verändert hat sich teilweise auch der Umgangston in den sozialen Netzwerken. Wir erleben viel Hass und Hetze. Opfer sind häufig auch Politikerinnen und Politiker. In den letzten Jahren gab es einige Fälle, gerade auch auf kommunaler Ebene, die bekannt wurden, wo Bürgermeister von ihrem Amt zurückgetreten sind, weil sie wirklich massiv auch in den sozialen Netzwerken bedroht wurden. Wie gravierend ist deiner Meinung nach dieses Problem? Und vor allem, das ist eine schwierige Frage, was kann man dagegen tun? Also eine Sache anschließend zu dem, was Eva Quadbeck gerade gesagt hat, ist etwas, was mir wirklich seit vielen Jahren Bauchschmerzen bereitet und wo ich auch nicht jetzt die Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, wie man das löst, ist, dass wir gar nicht oftmals in Debatten meinen Eindruck den gleichen Informationsstand haben. Nämlich, ich will jetzt nicht diese Filterblasentheorie aufmachen, von der ich nicht viel halte, aber es ist ja schon so, dass Menschen einfach verschiedene News und Wichtigkeiten, Relevanz in ihr Leben gespielt kriegen und eben nicht mehr auf einem gemeinsamen Stand argumentieren und miteinander reden. Das ist schon das erste Problem quasi, dass wir auf ganz verschiedenen Ebenen miteinander auf unseren Ideologien uns an die Köpfe knallen so und nicht mehr zuhören. Das ist das zweite Problem, dass wir verlernt haben durch die Schnelligkeit, durch die Beschleunigung und etwas auch ich, das selbstkritisch gebe ich dazu, zuzuhören. Die andere Stimme, die andere Meinung mal akzeptieren, solange sie auf dem Grund, auf dem Boden des Grundgesetzes natürlich ist. Und das mit Hass und Hetze, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Man, die Hass und die Hetze, die gar in den Köpfen davor auch schon da. Wenn wir uns alle Antisemitismus-Studien anschauen, die 15% sind in Deutschland strukturell antisemitisch eingestellt. Genau, heute ist es natürlich sichtbar und die Menschen aus den verschiedenen Dörfern im Saarland und in Berlin und so, die treffen sich halt jetzt viel, viel schneller und können sich dann natürlich selbst ein bisschen gegenseitig motivieren, dann vielleicht dann auch Sachen zu machen und dann vielleicht sogar zu Gewalttaten wie im Mord von Lübcke dann sich sogar hochmotivieren, so an der Stelle. Und wie man das lösen kann, ich finde es erstmal großartig, dass wir diese Hass und Hetze sehen. Das ist schon mal ein großer Vorteil im Vergleich zu 20 Jahren vorher, wo es nur in Köpfen war und Politik ganz oft gesagt hat, also auch das habe ich in Gesprächen ganz oft erlebt, es gibt doch gar kein Problem mit rechts zum Beispiel. Wir sehen das doch gar nicht, es gibt es doch gar nicht, ist alles nice und so. Und jetzt sehen wir das halt und dass wir jetzt reagieren können. Und wie reagieren wir am besten? Ich glaube, das ist neben der Medienkompetenz, die natürlich hier auch schon gefallen ist, ist, glaube ich, ganz, ganz oft wirklich wieder hinzugehen zu den Menschen, so wie das Kretschmer macht in Sachsen, wie das jetzt auch andere machen, wieder viel, viel stärker auch analog rauszugehen, zu den Leuten ihnen das Gefühl zu geben, dass die Politik zuhört. Und natürlich wird man, ich sage immer so eine Zahl von 1 Million, vielleicht 1,5 Millionen Menschen, sind vielleicht schon verloren, die kriegen wir vielleicht gar nicht mehr zurück in den demokratischen Diskurs. Das wird ein Politiker, Politikerin vielleicht nie so sagen, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwer wird, die zurückzukriegen. Aber die anderen, die große, schweigende Mehrheit, da würde ich mir schon die Mühe machen, zu versuchen, zu denen hinzugehen, die einzubetten, viel, viel stärker auch in politische Entscheidungen noch einzubinden, als es heute schon passiert. Und dann ist es ein langfristiger Prozess des Vertrauensaufbaus wieder. Genau. Und dann natürlich juristisch, also das, was jetzt langsam anläuft, viel, viel stärker Staatsanwaltschaft einzurichten, die gegen Hass vorgehen und den Menschen zu zeigen, es hat eine quasi, es gibt Reaktion, wenn ich hier Scheiße baue, auch im digitalen Raum. Tobias Martin hat gesagt, es macht Sinn, als Politiker viel vor Ort zu sein. Jetzt ist das im Saarland noch ganz gut möglich, weil das Bundesland von der Größe relativ überschaubar ist. Ich weiß, du bist ja auch sehr viel vor Ort. Wie wichtig ist dir das, gerade auch um Emotionen sozusagen im Netz schon mal vorzubeugen?
Mir ist es mega wichtig, vor Ort zu sein, und ich besuche Veranstaltungen, ich besuche Kundgebungen, ich stelle mich auch Demonstrationen, also gehe auch dahin, wo ich damit rechnen muss, dass es eine Menge Menschen gibt, die jetzt nicht meine größte Fan-Community irgendwie sind. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um sich auch als Politiker zu erden, dass man eben weiß, dass es eine Meinungspluralität eben gibt und auch Menschen mit der eigenen Arbeit, mit meiner politischen Arbeit nicht zufrieden sind. Mhm. Dem muss ich mich stellen. Und deswegen kann ich persönlich auch sehr gut umgehen, wenn auch mal negative Kommentare in den sozialen Netzwerken kommen, weil ich auch weiß, dass es andere Meinungen natürlich gibt, und mich beleidigt es auch, wenn ich irgendwo vorbei laufe oder fahre und ich sehe eine Hakenkreuzschmiererei an der Wand, dann beleidigt mich das ebenso, wie wenn ich negative Kommentare oder sogar rassistische Kommentare in den sozialen Netzwerken sehe. Man muss da, glaube ich, realistisch damit umgehen und muss aber gleichzeitig eben auch immer noch mal appellieren, dass wir uns dem gegenüberstellen müssen. Es braucht Gegenrede auch im Netz, da wo Hate Speech und Hassrede und Diskriminierung und rassistische Kommentare kommen, dem müssen wir entgegentreten. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, glaube ich. Da muss man muss aber dann ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen. Wenn man sozusagen im Netz massiv bedroht wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Politiker eher sich zurückzieht und vorsichtiger ist in seinem Handeln und seinem Tun. Naja gut, also ich meine, ich habe mich ja, bin ja nicht gezwungen worden, mich politisch zu engagieren. Und ich habe das im vollen Bewusstsein gemacht, dass man auch in der Öffentlichkeit steht und auch mit Kritik umgehen muss. Und es kommt eben auch vor, dass ich irgendwo zu einer großen Veranstaltung unterwegs bin, und ich steige aus dem Auto und dann ruft jemand etwas, was ich vielleicht nicht so furchtbar gerne hören mag. Ja, das sind ja nicht immer nur diejenigen, die sagen toll, toll, und die klatschen, und man läuft auch mal durch eine Stadt und dann kommt auch ein Handzeichen, dass man, über das man sich nicht total freut. Also damit kann ich aber umgehen, und das sorgt bei mir nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie schlaflose Nächte habe, weil ich eben da eine realistische Einstellung dazu habe. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn jetzt wirklich ich in meinen Netzwerken nur noch positive Kommentare hätte, dann würde ich spüren, dass da auch irgendwas nicht passt. Also man freut sich, wenn viel Positives da ist, das ist ja auch durchaus so, aber man muss eben auch als Politiker schlichtweg damit umgehen können, dass es Kritik gibt, und da, wo sie nicht komplett unter der Gürtellinie ist, da, wo sie nicht gegen die Regeln des Miteinander verstößt, wo sie extremistisch vielleicht sogar wird, da kann ich damit gut umgehen. Da, wo es extremistische Äußerungen sind, da muss man dann auch dagegen vorgehen. Muss man also Hate Speech akzeptieren ein Stück weit auch? Ich glaube, die Frage ist, was man genau unter Hate Speech versteht. Ich denke, dass Dinge, die juristisch ahnbar sind und die private Unternehmen, die aber avanciert sind zu eigentlich demokratischen Infrastrukturen, dass da natürlich die Schwierigkeit ist, das wirklich haftbar verfolgbar zu machen. Was ich insgesamt glaube, ist, dass unsere moderne Gesellschaft weniger leicht lesbar geworden ist. Es gibt eben nicht mehr nur Rot und Schwarz und Arbeit und Kapital und Kirchen und Gewerkschaften und Parteien, sondern alles hat sich so weit durchindividualisiert und segregiert, und manche können sich auf ewig in ihren eigenen Filterblasen bewegen und begegnen sich auch auf der Straße nicht mehr, weil der Alltag so in ganz eigenen Faden läuft, dass das, was eigentlich Politik ausmacht, nämlich Gemeinsamkeit, ein Verständnis für Öffentlichkeit zu haben, dass das ein Stück weit natürlich schwierig geworden ist. Und das macht Medienarbeit anspruchsvoller, und das macht auch mit als Politik auf eine individualisierte Bürgergesellschaft zuzugehen, das macht auch das schwieriger. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das auch eine Frage von Ressourcen ist. Also ist Politik und ist Medienarbeit mit den Ressourcen ausgestattet, auch auf diese wachsende Unübersichtlichkeit in Gesellschaft zuzugehen? Frau Quadwick, brauchen wir neue Regeln? Wir erleben ja gerade, dass einige US-Unternehmen sozusagen auf den Facebook-Konzern Druck ausüben, indem sie keine Werbeanzeigen mehr schalten, um sozusagen dafür zu sorgen, dass Facebook sich auch mehr um die Hasskommentare im Internet kümmert und selber sich Gedanken macht, wie sie ihre eigene Plattform verbessern kann. Brauchen wir da allgemeine Regeln, oder was ist Ihre Meinung? Also die Regierung ist ja dabei, die Regeln tatsächlich zu verschärfen. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja jetzt nochmal nachgebessert worden, und ich finde aus gutem Grund, als das eingeführt wurde, gab es noch einen Riesenaufschrei, dass es sowas überhaupt gibt, und inzwischen ist man so weit, dass man weiß, ja, wir brauchen sowas. Und man braucht es auf zwei Ebenen. Einmal, dass tatsächlich die Unternehmen, die die Plattformen anbieten, in die Pflicht genommen werden, Redaktionen
selber zu finanzieren, kompetente Redaktionen, die entsprechende Kommentare durchgucken, im Zweifelsfall Dinge, die zur Anzeige gebracht werden müssen, auch an den Staatsanwalt weiterzureichen oder was eben auch nicht geht, Inhalte dann tatsächlich zu löschen. Und dann auf der anderen Seite, das ist ja eine Debatte, die die CDU-Vorsitzende mal angestoßen hat und für die sie sehr stark verprügelt worden ist, als sie angeregt hat, dass man Regeln eben braucht für die Plattformen und hat das verglichen mit dem, das habe ich auch gerade schon gesagt, die klassischen Medien müssen sich auch Regeln unterwerfen. Es gibt Landesmediengesetze, unter die eben bisher Online-Plattformen und Kommunikation im Netz nicht fehlt. Und sie hat die Debatte damals, glaube ich, nicht so besonders geschickt angestoßen, weil das war in dieser Zeit, als die CDU ja recht ungeschickt auf das Rezo-Video reagiert hat. Und dann sah das so ein bisschen aus, als wollte sie jetzt mit Zensur kommen, was aber tatsächlich nicht ihr Anliegen war. Und ich glaube, dass man tatsächlich darüber reden muss, ob eben Plattformen, über die Informationen verbreitet werden, ob die nicht genauso wie andere Medien schlicht Regeln brauchen. Dass es Dinge gibt, die sind erlaubt und es gibt Dinge, die sind nicht erlaubt. Und das kann man dann auch immer auf zwei Ebenen regeln. Einmal auf der gesetzlichen Ebene und dann eben auch noch durch Selbstkontrolle. Die meisten Medien haben eben Selbstkontrolle. Es gibt einen Presserat und wie gesagt die Landesmedienanstalten für den Rundfunk und selbst PR-Agenturen haben einen eigenen PR-Rat. Und warum sollte es entsprechende Gremien und entsprechende Strukturen nicht auch für Kommunikation im Netz geben? Ich wäre schon dafür. Martin, ist die CDU-Vorsitzende damals zu früh gescholten worden, weil sie Regeln gefordert hat? Oder bist du der Meinung, das wird sich von alleine regeln? Also, dass sich das nicht alleine regelt, sehen wir ja aktuell oder sehen wir seit vielen Jahren. Ich bin aber als jemand, der im Netz sozialisiert ist in den letzten Jahren, jemand, der immer sehr viele Probleme hat, wenn Politik sagt, wir brauchen da Gesetze und Regulierung, um das Internet zu regulieren. Am besten noch in einem Bundesland oder in Deutschland national. Da frage ich mich, what the fuck, wie soll das funktionieren? Also, dass das Internet ist international. Wenn, dann muss es wenigstens europapolitisch angegangen werden oder am besten weltweit, wo ich keine Vision habe, dass es jemals funktionieren wird, dass wir 183 UN-Länder in eine gemeinsame Regelung reinkriegen. Also ich ist immer ein bisschen, also ein Beispiel, Oliver Janich, einer der größten Influencer der rechten Szene, der jetzt auch bei Corona wieder sehr viele neue Fans und Follower da bei Telegram gewonnen hat, sitzt in Indonesien und schreibt seine Geschichten. Wie will man quasi einen Deutschen, der in Indonesien sitzt und dann in Deutschland reinwirkt, quasi mit deutschen Gesetzen handhabt werden? Also es ist extrem schwer, weil die haben eine ganz andere Kultur, die haben ein ganzes Verständnis vielleicht von Hate Speech. Das wird sowieso ja jeder von uns, der diskutiert hat, einen anderen Begriff dafür. Also ich stelle es mir extrem schwierig vor. Mhm. Und was ich aber trotzdem auch nicht will, ist, dass man die Verantwortung dann auf die Netzwerke abwälzt, weil ich als Bürger des Landes Deutschland ein großes Problem habe, dass ein Unternehmen, egal wo es sitzt, egal welche Kapitalbeteiligung es hat und so weiter, aber die Entscheidung am Ende trifft, was ist okay und was ist nicht okay. Also ich glaube, das sollte nicht ein Privatwirtschaftsunternehmen treffen, sondern es sollte gesellschaftlich haben. Und von daher finde ich schon so externe, wie von Eva Quedbeck angesprochen, externe, auch staatlich unabhängige Stellen vielleicht geben, die anfangen, mal sich mit Sachen zu beschäftigen, vielleicht nicht unbedingt auf einer regulatorischen, gesetzlichen Ebene, fände ich vielleicht einen Ansatz, so ohne jetzt ein Konzept dafür zu haben. Wären da die Kontrollmechanismen so einfach technisch umsetzbar? Nee, ich glaube, das stellt eine riesige Herausforderung dar. Also wenn, allein, ich will jetzt nicht die große Social-Bot-Debatte aufmachen, da sind wir zum Glück ein paar Jahre schon weiter, aber es gibt auch im Bundesrat wieder Initiativen, jetzt Social-Bots zu regulieren. Und wie soll das funktionieren? Das sind Bilder aus einer thailändischen Datenbank, die werden auf einem Server in Israel gehostet. Dann sind das Leute, die in St. Petersburg sitzen und das programmieren. Wie willst du das von Deutschland aus regulieren, wenn du es überhaupt rausfindest, wer es am Ende ins Netz gestellt hast? Also schwierig. Ja. So, etwas, was über die Landespolitik, Martin hat es gesagt, hinausgeht. Aber wie realistisch ist das, dass wir da irgendwie was auf internationaler Ebene hinbekommen? Ich glaube, wichtig ist, dass wir da einen pragmatischen Ansatz wählen. Und zwar, wenn Straftaten offenbar begangen werden und es im Netz deutlich wird, dann müssen sie verfolgt werden. Weil, wie ich eben schon sagte, es gibt eben keinen Unterschied, ob ich mich irgendwo auf einen Platz stelle und irgendwelche verfassungsfeindlichen Äußerungen tätige oder ob ich das in den sozialen Netzwerken mache. Und man kann ziemlich viel auch feststellen mittlerweile, wer etwas geäußert hat. Und da muss man diese Methoden, die wir jetzt schon haben, eben auch nutzen. Das ist die Aufgabe eines wehrhaften, eines durchsetzungsfähigen Rechtsstaates. Dafür
dafür Sorge zu tragen. Die Betreiber von Plattformen muss man natürlich auch in die Pflicht nehmen. Das ist selbstverständlich, dass man erwarten kann, dass hier nicht nur halbherzig vorgegangen wird und mit irgendwelchen ganz normalen Filtern gearbeitet wird, sondern dass man da schon auch hinschaut, wenn jemand sein Profil missbraucht, um verfassungsfeindlich oder rassistisch oder in irgendeiner anderen Art motiviert sich zu äußern. Hm. Das ist nicht das Thema, aber ich glaube, man muss schon berücksichtigen, dass das Internet nicht etwas ist, was einzelne Staaten regulieren können. Also ich habe zum Beispiel Follower, die mir auch schreiben aus anderen Ländern und auch aus Ländern, in denen es durchaus solche Bestrebungen gibt, etwas zu sperren, etwa im Iran. Und ich kann gut verstehen, dass diese Personen Angst haben davor, dass man eingreift. Und deswegen ist die Freiheit im Netz ein sehr sensibles Gut. Und ich bin der Auffassung, dass gerade wir als Christdemokraten darauf achten müssen, dass diese Freiheiten nicht ohne Not begrenzt werden. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht da, wo Straftaten begehen, die konsequent verfolgt. Und deswegen muss man Polizei, um das noch zum Abschluss sagen zu dürfen, auch in die Lage versetzen, dort tätig zu werden. Also ich meine, wenn jeder x-beliebige Straftäter in der Lage ist, mit moderneren Methoden zu arbeiten als unsere Polizei, dann läuft was schief. Und deswegen müssen wir die an der Stelle auch besser ausstatten, dass sie was tun kann. Schwierige Herausforderungen. Wir wollen vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen. Gerade in den letzten Jahren haben wir, ja, man könnte schon sagen, einige disruptive politische Phänomene erlebt. Ich denke da an den Brexit, an Trump, an Fridays for Future, aber auch an die Bewegung des französischen Präsidenten Macron, En Marche. Wären diese Phänomene eigentlich ohne Social Media überhaupt denkbar gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was sie zeigen, ist auch unabhängig von online oder offline, dass das, was eigentlich traditionelle irgendwie Gruppenanker bei uns waren, dass die nicht in der letzten Konsequenz weltanschaulich genau das widerspiegeln, was Gesellschaft heute ist. Mhm. Soziale Horte haben sich ein Stück weit verändert. Junge Menschen können nicht mehr von sich genau sagen, ich bin genau sozialdemokratisch oder christdemokratisch geboren und gehöre genau dahin, sondern viele sagen, ich kann mit Marktwirtschaft was anfangen, aber wenn sie ökologisch ist, also es ist viel milieuinteressierter, milieuorientierter, mindsetorientierter und das kanalisiert sich in unserer Gesellschaft ganz liberal und findet dann einfach Kampagnen. Und das kann im Internet natürlich hierarchiefreier und besser organisiert, zielgerichteter, einfacher funktionieren, aber das würde auch auf den deutschen Straßen funktionieren. Welche Menschen sich in welchen Bars treffen, ist nicht mehr eine SPD-Bar oder eine CDU-Bar, sondern das ist dann eine postmoderne Milieubar. Also ich glaube, dass soziale Horte sich auf gewisse Art und Weise sich verändern und dass es die immer geben wird und dass die Frage ist, ob unsere Staatsarchitektur, ob all das, was eigentlich unsere Infrastruktur ausmacht, sich immer weiter reproduziert, weil sie sagt, unsere Form von damals ist noch die richtige, oder ob unsere Staatsarchitektur mit auch sagt, vielleicht ist so, wie unsere Architektur eingestellt ist, auch nicht mehr zeitgemäß und wir müssen uns nach dem orientieren, wo die Leute sind und sie dort suchen. Und ich glaube, dass man sie online wie offline dort auch wieder finden kann. Hm. Frau Quadbeck, als Journalistin haben Sie die Aufgabe, das politische Geschehen im Auge zu behalten. Das wird immer komplexer, wir haben es gehört. Wie gelingt das noch? Wer sind eigentlich die politischen Player heute noch? Muss man das System anders denken? Also beim politischen System hat sich durch die sozialen Medien ja nicht so viel verändert. Also die Demokratie ist ja immer noch die gleiche und auch wenn wir ein paar Verfassungsänderungen hatten, beruht das immer noch auf der gleichen Verfassung. Man muss auch auf sehr viel mehr Kanälen Politik beobachten, das ist ganz klar. Also wenn man früher halt nur das gelesen oder gehört hat, was der Absender über einen traditionellen Kanal verbreitet hat, Pressekonferenz, Fernsehen, Radio, Pressemitteilung oder eben Interview in der Printzeitung, dann war man umfassend informiert und heute haben alle Redaktionen Beobachter, die sozialen Medien nach Neuigkeiten durchforsten, die dann eben für das eigene Medium und für die eigene Berichterstattung wiederum wichtig sind. Und das schafft auch gar nicht ein Journalist alleine, sondern bei uns funktioniert das dann so, dass
mich die Onliner anrufen und sagen, guck mal, das geht gerade total hoch, wie müssen wir das einordnen? Die sehen, was hochgeht, die sehen, was läuft, welche Diskussion gerade ist, während ich vielleicht gerade zwei Telefone in der Hand habe und versuche, Hintergrundinformationen einzuholen oder mit dem Fahrrad durchs Regierungsviertel fahre, um Menschen auch persönlich zu treffen, weil darüber kriegen sie tatsächlich immer noch die besten Informationen im persönlichen Gespräch. Und dann rufen aber die Onliner an und sagen, wie ordnest du das ein? Und nur so in dieser Kombination schafft man das, dass man dann wiederum daraus eine seriöse Berichterstattung macht. Dass ich dann an der einen Stelle sage, ja, das ist total wichtig. Oder dass ich sage, das ist jetzt irgendwie so eine Aufregung, die sehe ich wirklich nur im Netz. Das müssen wir online bedienen, aber sonst vielleicht gar nicht weiter verfolgen. Oft genug ist es aber auch so, dass die Debatten dann tatsächlich im Netz keimen, anfangen, beginnen und dann auch in die traditionellen Formate mit reinschwappen. Und dort dann eben auch breiter diskutiert werden. Und dann, sage ich mal, kann es sein, dass wirklich auch politische Bewegungen aus solchen Aufregern werden. Politik ist ja auch dadurch mehr unter Druck. Und dementsprechend hat sich ja da auch was verändert. Also ist Politik sozusagen auch darauf angewiesen, zu beobachten, was passiert in den sozialen Netzwerken, wo organisiert sich sozusagen was in rasender Geschwindigkeit, was irgendwie für uns von Relevanz sein könnte? Definitiv, definitiv. Ja. Also noch kurz ein Wort zu dem, was Eva Quadbe gerade gesagt hat. Also ich glaube schon auch, dass, meine These ist schon auch, dass Social Media Demokratie verändert hat. Also wenn ich sehe, wie Reden gehalten werden, die werden jetzt optimiert quasi auf eine Verwertung in Social Media gehalten mit bestimmten Quotes, die man reinsetzt, die dann nur geteilt werden und so weiter. Also gibt es sehr, sehr viele Ansätze, wo ich schon das Gefühl habe, dass nicht die Strukturen und Prozesse unbedingt verändert werden, aber die Art und Weise, wie Politik gestaltet wird, schon auch. Mhm. Jetzt zu deiner Frage. Ja, natürlich muss Politik ein Auge haben auf das, was da an verschiedenen Stellen passiert, aber nicht den Fehler zu machen, das überzubewerten. Das ist nämlich das, was ich ganz oft erlebe und auch nicht so unterzubewerten. Also das Beispiel Pegida war eins meiner Augenöffner. Da habe ich wochenlang quasi den entsprechenden Stellen gesagt, schaut euch mal diese Gruppen an, die da sind und versucht da mal zu reagieren und versucht mal rauszukriegen, was da eigentlich sich zusammenbraut. Hat keiner reagiert. Dann waren 2000 Menschen mit Fackeln auf der Straße. Da war es ein Riesenthema, riesen deutschlandweit. Wir kennen die Diskussion darüber und was daraus geworden ist. Und auf anderen Stellen denke ich manchmal, jetzt sind irgendwie ein paar Leute auf der Straße, die gegen Corona-Regeln demonstrieren. Das sind 15.000 Menschen deutschlandweit und es ist auf allen Titelseiten Deutschlands. Das ist ja komplett überrepräsentiert, nur weil ein paar Leute sich halt digital vielleicht gut organisiert haben. Und da komme ich jetzt noch kurz zu einer Frage, die du im Nebensatz gestellt hast. Ich glaube, jetzt haben wir den Vorteil, als Politik das noch zu beobachten. Meine These ist, dass sich viel, viel von der digitalen Kommunikation von Bürgerinnen in geschlossene Bereiche abwandern wird. Ja. Also ob das nun Messenger-Dienste sind, geschlossene Gruppen, meinetwegen auch TikTok, was relativ schwer ist, sich quasi zu beobachten im Vergleich zu anderen Netzwerken. Und ich glaube, das wird die nächste große Herausforderung für uns als Gesellschaft. Und da habe ich manchmal den Eindruck, obwohl ich seit 2 Jahren das auf jeder Konferenz erzähle, dass sich da wenige Leute mit damit beschäftigen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, da eine Idee dafür zu finden, wie wir als Politik, als Gesellschaft, als Wissenschaft sehen können, was eigentlich da diskutiert wird vielleicht. Entstehen dadurch Parallelgesellschaften? Nein, dadurch müssen nicht zwingend Parallelgesellschaften entstehen. Also ich meine, früher ist die Politisierung am Küchentisch entstanden, in der Diskussion, in der Familie. Also das muss nicht verkehrt sein, wenn auch in geschlossenen Gruppen auch auf digitale Art und Weise diskutiert wird. Also ich habe Familie auch in den USA und natürlich diskutiere ich mit denen und meistens sogar über Messenger und das ist deswegen nichts Schlechtes, auch wenn es hochpolitisch ist. Deswegen habe ich überhaupt gar nicht das Bestreben, in jede geschlossene Gruppe reinzuschauen. Mein Anspruch muss doch sein, dass ich eine gute Politik mache und das dann eben, weil es eine gute Politik ist, in den Gruppen auch positiv vielleicht darüber geredet wird. Das ist die einzige Chance, die ich habe, das zu beeinflussen gesellschaftlich. Wichtig ist aber, dass wir es schaffen, dass eine Gesellschaft nicht eng wird und dass wir nicht anfangen, nochmal zurückzufallen in irgendwelche Ressentiments und Nationalismen und all das, was wir an Negativen gesehen haben, etwa in der Pegida-Bewegung unter anderem auch, was wir sehen durch die Versuche, die AfD startet, auch in den sozialen Netzwerken geschlossene Gruppen zu erzeugen, in denen einfach nur schlecht geredet wird und negative Stimmung verbreitet wird. Das ist die Aufgabe, dass wir es schaffen, trotz sozialer Netzwerke, trotz der Geschwindigkeit und der Schnelllebigkeit im Netz eben eine offene Gesellschaft zu erhalten. Das ist die große Aufgabe. Deshalb natürlich können Parallelwelten entstehen, die konnten aber auch schon früher entstehen. Deswegen, ich will das nur noch mal wiederholen, die digitalen Möglichkeiten
bergen selbstverständlich Risiken, aber es ist doch nicht so, dass damit nur Negatives verbunden wäre. Ich glaube, dass die Welt näher zusammenrücken kann durch digitales Kommunizieren und dass wir auch die positiven Effekte sehen müssen. Das ist ganz wichtig, das nicht zu stigmatisieren. Es gibt viele Chancen, oder Diana direkt dazu? Ich glaube auch, dass man das nicht vorschnell pauschal stigmatisieren soll, aber der Unterschied zum Küchentisch ist ja im Prinzip, dass man diese sozialen Netze von Familie und Freunden im Prinzip kennt und dass es übers Internet möglich ist, Leute gezielt anzusprechen, Stichwort Cambridge Analytica, und auf Verunsicherung und auf Angst zu appellieren, die Daten abfangen zu können und dann in einem geschlossenen Raum zu verschwinden. Und dann können sich Echokammern auch auf eine Art und Weise verselbstständigen und radikalisieren, ohne dass auch Polizei oder ein Sicherheitsapparat wirklich Einblick hat. Und ich glaube, dass das schon eine ganz andere Qualität von Wachsamkeit erfordert. Gerade auch diese Filterblasenthematik, du hast sie eben kurz angesprochen, dass sozusagen der Algorithmus hinter den Plattformen meistens dafür sorgt, dass die Inhalte einem wieder angezeigt werden, die letztendlich sowieso schon zu den eigenen politischen Ansichten auch passen. Ist das problematisch? Also, da kann ich anschließen, was Tobias Hans gerade gesagt hat. Das ist im Grunde ein ähnliches Bild wie beim Küchentisch. Das gab es da vorher auch schon. Also, ich kannte wenige Menschen vor dem Internet, die sich alle großen Tageszeitungen täglich gekauft haben und alles quasi quer gelesen haben. Außer vielleicht Parlamentsredakteurin wie Eva Quadbeck, die das mussten quasi im Pressespiegel. Von daher ist das, glaube ich, erstmal per se nichts falsch, dass man sich in seinem Weltbild versucht zu informieren. Und alle Studien, die ich für Deutschland kenne, deshalb habe ich vorhin das ein bisschen kritisch auch eingeordnet, diese Filterblasentheorie von Ellie Pariser, die aufgestellt hat, sagen, dass es eher, dass die Informationsvielfalt und die Heterogenität sogar zunimmt durch das Internet. Das heißt, dadurch, durch diese Push-Kommunikation der Social Media, kriege ich viel, viel mehr Informationen, auch von anderen Bereichen in meinem Leben gespürt. Ob ich das nun gut finde oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich komme mit anderen in Kontakt. Wie ich das dann wahrnehme, verarbeite, ist dann noch eine zweite Frage. Aber das heißt, die Vielfalt und das, was mich erreicht für meine Meinungsbildung, ist eigentlich größer im Internet. Es gibt nur 2%, glaube ich, der Deutschen, wo sich das verringert hat oder wo man wirklich in so einer Hardcore-Blase dann gefangen ist und sich dann radikalisiert. Wir haben gerade eine Frage reinbekommen von einem Zuschauer, der fragt, wie kann eine Volkspartei mit den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung umgehen? Diana, du hast eingangs gesagt, du hast dich mit der Zukunft in dem Fall von der CDU beschäftigt. Vielleicht kannst du die Frage beantworten. Es ist eine ganz große Frage, die ich glaube, keiner heutzutage richtig beantworten kann. Das ist genau die große Herausforderung, dass in meiner Partei, der CDU, manche Leute am linken Rand sagen gerne Bodo Ramelow, manche Leute am rechten Rand sagen gerne die AfD, und auf einmal hat man eine Bandbreite und sagt, das ist doch nicht die Partei, in der wir zu Hause sind. Und dass da sich ein neuer Wesenskern ergibt und man sagt, wir sind eigentlich auf Grundwerten basiert, wir haben christliches Menschenbild und auf dieser Basis können wir über Grundprinzipien auch moderne Phänomene einordnen und kommen am Ende doch zu einem vielleicht irgendwie natürlich streitbaren, aber auf jeden Fall auf dem Boden der Verfassung, auf einem Meinungsspektrum. Das muss im Prinzip ein gemeinsamer Nenner sein. Aber es ist genau die große Herausforderung, dass in einer durch individualisierten Gesellschaft, und das hat was damit zu tun, warum junge Leute immer seltener in Parteien gehen, sind die vorgefertigten Schablonen und fabrizierten Meinungen einfach nicht das, wo man das Gefühl hat, da bin ich zu 100% ich selbst. Und ich glaube, man muss an beide Leute appellieren, man muss an eine moderne Gesellschaft appellieren, dass nur Ego nicht funktioniert und dass Ego nicht Politik ist. Politik bedeutet, ich bin konsensual, ich kann mit divergierenden Interessenkonflikten auch umgehen, und das bedeutet, dass wir uns als Gemeinwesen auch gerne solidarisch fühlen. Und genauso müssen eben auch Volksparteien sagen, naja, es gibt veränderte Lebenswelten und die verlangen andere Antworten, aber eigentlich reichen vielleicht unsere Werte von früher. Es gibt Tobias. Also ganz wichtig ist es vor allem, dass man es schafft, Volkspartei zu bleiben. Denn wenn ich mich an diesen veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft nicht orientierte, dann bliebe ich letztendlich als CDU auch nicht Volkspartei. Man sieht das ja sehr schön bei der SPD, die derzeit Debatten lostritt über Verstaatlichung von Industriebetrieben, die über die Art und Weise, wie sie sich auch letztendlich gegen Interessen der Industrie gewendet hat, die Arbeiterklientel oder die Menschen, die als Beschäftigte in der Industrie arbeiten, im Moment dabei ist, komplett zu verlieren. Also man kann das ja schon sehen, wie man das Vertrauen verspielen kann. Und das ist die große Herausforderung, dass man das besser macht und dass man in die Zukunft gerichtet bleibt, aber trotzdem einem Wesenskern treu bleibt. Natürlich braucht es weiter einen konservativen Kern auch in der CDU, und trotzdem muss das Progressive auch im Vordergrund stehen. Und wir müssen uns orientieren an
geänderten Lebenswirklichkeiten. Ich glaube, wenn wir heute noch die CDU von vor 40 Jahren wären, mit der sehr stark patriarchalisch ausgerichteten Gesellschaftssicht, die es damals gegeben hat, dann hätten wir schlichtweg keine Erfolge mehr. Und deswegen bin ich ja auch jemand, der sehr stark darauf drängt, sich an diesen Lebenswirklichkeiten auch zu orientieren von Menschen, dass es eben andere Familienbilder gibt, dass auch anders füreinander Verantwortung übernommen wird mittlerweile und dass eine Frau sich nicht entschuldigen muss, wenn sie ihr Kind in die Betreuung gibt, dass sie sich genauso wenig aber auch entschuldigen muss, wenn sie sagt, ich möchte zu Hause bleiben, dass es Akzeptanz gibt auch von gleichgeschlechtigen Lebenspartnerschaften, die auch Verantwortung füreinander übernehmen, dass man diese Elemente dessen, wofür wir eigentlich stehen als Christdemokraten, dass man die auch in eine moderne Zeit überträgt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst verlieren wir den Anschluss an ganze Generationen von jungen Menschen. Und dazu gehört eben auch, dass man nach so einer einschneidenden Krise wie dieser jetzt nicht in einen Automatismus verfällt, dass jetzt nichts anderes mehr zählt als der wirtschaftliche Wiederaufbau, sondern dass man als Volkspartei auch daran denkt, dass vor Corona Gott sei Dank erkannt worden ist, dass die Bewahrung unserer Schöpfung, und ich sage das ganz bewusst, im Vordergrund stehen muss, dass es immer noch heiße und trockene Sommer gibt, dass wir jetzt nicht anfangen können, all das, was wir an Nachhaltigkeitsorientierung festgelegt haben, über Bord zu werfen, nur damit die Wirtschaft nochmal anzieht. Das wäre völlig falsch und an den Interessen vieler junger Menschen auch vorbei. Ich könnte 1000 Beispiele nennen. Jedenfalls, es ist nicht einfach, Volkspartei bleiben zu wollen und zu können. Man muss sich da schon anpassen. Wichtig ist nur, dass man nicht jedem Zeitgeist hinterherläuft, sondern versucht, ihn wirklich zu bestimmen. Ich glaube, das, was ganz schwierig ist auch oder was eine sehr entscheidende Frage ist, ist der Wert der Mitgliedschaft. Wir haben eben Mitgliederparteien, bei der von unten nach oben die Wahlprogramme, die Programmatik der Partei aus den eigenen Mitgliedschaften entsteht. Und wenn die Leute, die moderne Gesellschaft sind, nicht in den Parteien mit drin sind, dann ist auch klar, dass da eine Willensbildung oder eine Meinungsbildung stattfindet, die nichts mit moderner Gesellschaft zu tun hat. Und deswegen ist es wichtig, dass sich an der Frage von, wie kann ich Parteimitglieder gewinnen und schaffen es Parteien ihrem verfassungsgemäßen Auftrag, nämlich eigentlich Brückenfunktion zu sein zwischen Bevölkerung und Parlament, auch wirklich gerecht zu werden. Und es hat im Grunde genommen auch etwas mit Parteireform zu tun. Nämlich hat eine junge Generation noch das Bedürfnis, dass Partei wichtig ist, empfindet sie es als etwas verfassungsgemäß Wichtiges und haben Parteien auch den Anspruch, dass es wichtig ist, in Bevölkerungsschichten oder in Milieus hineinzuwirken, die sie eigentlich bisher gar nicht erreicht haben, oder sagen sie, es ist in Ordnung, dass wir kleine Mitgliedschaften haben, die alte Gesellschaft sind und die sich nur reproduzieren. Und in der Frage, wie sich Parteien öffnen, entscheidet sich, glaube ich, auch, ob sich Volksparteien modern aufstellen können. Martin, wir wollen in diesem Zusammenhang nochmal den Bogen auch zum Thema so sozialen Netzwerken spannen. Also wenn die Gesellschaft heterogener wird, müssen auch die Volksparteien, um Volkspartei zu bleiben, heterogener werden. Das heißt also, der Dialog innerhalb der Volkspartei, der muss ja irgendwie auch vonstatten gehen. Und da können sicherlich auch die modernen, die sozialen Medien vielleicht auch eine Hilfe sein, das zu realisieren. Wie könnte das aussehen? Ja, also die letzten Wochen und Monate haben ja sehr gut gezeigt, wie das unter anderem aussehen könnte. Also wir erleben jetzt die ersten digitalen Parteitage, die es auch schon vor 20 Jahren schon gab, aber jetzt natürlich mit anderen Rahmenbedingungen, die funktionieren. Da muss noch ein bisschen was geändert werden im Parteiengesetz und damit man da auch vielleicht Personenwahlen dann vielleicht über das Netz machen kann. Ich glaube, das ist das, was Diana gerade meint, das ist ein erster Ansatz, dass halt eben auch Menschen, die gehbehindert sind, die ihre Kinder erziehen wollen, also Karriere und Familie vereinbaren wollen, die eben nicht das Geld haben, vielleicht um zum Parteitag zu fahren und so weiter, dass die dann auch digital teilnehmen können und nicht gezwungen werden, quasi in diesen alten Strukturen dann Parteiarbeit zu machen. So. Ich glaube, da ist gerade extrem viel passiert. Viele Menschen, die mir vor einem Jahr noch gesagt haben, das machen sie nie mit, das ist alles Kokolores, sind jetzt teilweise sehr beseelt davon gewesen, zu erfahren, dass man viel mehr Zeit für seine Kinder auf einmal hat, wenn man nur mit Zoom-Calls dann Sachen abregeln kann. Ich bin aber der Letzte, der, glaube ich, daran glaubt, dass es quasi nur mit einer durchdigitalisierten Partei funktioniert, weiterhin Volkspartei zu bleiben. Ich glaube, wir brauchen sowohl noch die alten analogen Formate weiterhin, weil die sehr, sehr wichtig sind und sehr, sehr vielen auch geben. Ein Parteitag lebt davon, was vor und nach den Reden passiert, nämlich die Partys, die Besäufnisse, keine Ahnung. Also ich bin in keiner Partei, von daher kriege ich das immer nur durch Sekundärquellen erzählt, was da für so eine Spekulation. Fake News wahrscheinlich, keine Ahnung. Das
politischen Gegners. Genau, also das ist extrem wichtig. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man eben auch nicht jedem Trend nachläuft. Ich glaube, das ist vieles, was so passiert, ist so ein Hype-Ding. Das ist cool, das ist neu, das ist super. Das muss man jetzt unbedingt machen, das sieht gut aus. Da werden schon Artikel drüber geschrieben. Sondern, dass man dann auch diesen Wert, den gerade Diana beschrieben hat, dann natürlich auch der Wert einer sehr konservativen Struktur, vielleicht einer Partei, auch etwas ist, der dann trägt. Also ich bin immer im Ausland, sage ich immer, ich bin ein Riesenfan der deutschen Verwaltung. Die ist natürlich total träge und die ist total langweilig. Aber ich bin sehr, sehr froh, in einem deutschen Verwaltungssystem zu leben, wo Sachen funktionieren am Ende des Tages. Frau Quadbeck vielleicht? Ja, genau. Ich glaube, dass zwei Dinge entscheidend sind, für eine Volkspartei Volkspartei zu bleiben. Einmal, dass es ihr tatsächlich gelingt, einen gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen, also diesen politischen Ausgleich von der einen zur anderen Ecke, und der tatsächlich nicht mehr nur von links nach rechts ist, sondern der eben durch verschiedene Milieus geht. Das ist das, wie die Partei nach außen wirken muss, und nach innen, da kommt es auf die Debattenkultur an. Und das ist eigentlich völlig egal, ob man die Debatten analog oder digital führt, Hauptsache man führt sie. Und ich habe ja schon echt viele Parteitage gesehen von vielen verschiedenen Parteien und habe festgestellt, dass eben so wie die Grünen das schon seit 30 Jahren machen und wofür sie ja auch lange belächelt worden sind, nämlich dieses sehr basisdemokratische und wirklich viele Details auszudiskutieren, aber dann auch wiederum Regeln zu haben, wenn wir jetzt einen Kompromiss gefunden haben, dann haben wir den Kompromiss und dann stehen wir dazu. Das war für die Grünen ja auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber heute, wenn man sich heute diesen Parteitag von den Grünen anschaut und den auch mit der CDU vergleicht, dann ist das sehr witzig. Dann haben die Grünen der CDU da tatsächlich sehr viel voraus. Und als ich das letzte Mal beim CDU-Parteitag war, der sich, was seine Diskussionsfreudigkeit angeht, ja im Vergleich zu vor 10 Jahren auch erheblich verändert hat, da habe ich gedacht, so manch einer müsste mal als Praktikant auf den Grünen-Parteitag gehen, einfach nur um zu sehen, wie man so eine Debatte in den Griff bekommt, wie man sie konstruktiv nach vorne führt. Wie gesagt, die Grünen haben ja auch lange dafür gebraucht, um diese konstruktive Art der Debattenführung zu lernen. Aber genau da muss die Reise hingehen, um eben diesen innerparteilichen Demokratieprozess am Leben zu halten. Ich glaube, da könnten wir nochmal ein eigenes Format dazu machen. Aber vielleicht wollen wir nochmal auch auf Social Media, wie gesagt, zurückkommen und Beeinflussung von Wahlkämpfen. Du hast eben gesagt, du willst dieses Fass nicht aufmachen und über Social Bots nochmal sprechen. Aber vielleicht tun wir das trotzdem auch in den im amerikanischen Wahlkampf. Haben ja Social Bots eine Rolle gespielt. Vielleicht kannst du mir nochmal kurz erklären, was sind eigentlich Social Bots und welchen Einfluss können die auf Wahlkämpfe ausüben? Na, es ist ganz grundsätzlich schwierig, wenn man davon ausgeht, dass jeder Account und jedes Profil auch genau 1:1 ein Mensch ist, der eine Stimme zählt, ja. Und dann ist es demokratisch ausgeglichen, sondern es gibt auf digitalen Plattformen, die, wie gesagt, demokratische Infrastrukturen nachahmen, aber sie eigentlich nicht sind, gibt es versteckte Mechanismen, die manche Stimmen lauter werden lassen und manche runter, die technologisch Kritik inszenieren, wo keine eigentlich jetzt gerade sich intuitiv regt, die aber genauso Klatscher sind, die es in bestimmten Talkshows natürlich auch bestellt gibt. Und das sind auf gewisse Art und Weise natürlich undemokratische, manipulative Tricks, auf die man aufpassen muss. Und da muss es auf gewisse Art und Weise vielleicht keine Ratingagenturen, aber Aufsichten geben, die genau das entlarven, Journalisten geben, die genau das erkennen, Politiker geben, die genau das auch adressieren und sich insgesamt eben eine Medienkompetenz bilden, dass Menschen das auch erkennen. Es ist schwierig, wenn es sich auf Algorithmen aufspielt oder auf Algorithmen zugrunde liegt, die wir nicht erkennen können. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Internetunternehmen, die als Plattformen, als Infrastrukturen agieren, transparent machen, welche Inhalte sie warum, wie nach vorne spielen. Ja, bin ich komplett bei Diana. Also wir brauchen eine Algorithmentransparenz noch viel, viel stärker, als wir es heute haben. Ich glaube nur jedenfalls, wenn ich dem Glauben schenke, was mir Entwickler sagen, die wissen selbst gar nicht mehr, wie ihre Algorithmen funktionieren, weil sie mit so viel maschinellen Lernen und KI unterstützt sind, dass sich so viele Rädchen drehen, wenn sie an einem Rad drehen, drehen sich 40 andere Räder, die dann wieder 1000 andere Räder in Bewegung bringen, dass sie gar nicht also die gesellschaftlichen Folgen vorsehen können. Ich unterstelle mal sehr, sehr vielen Entwicklern, sie wollen das Beste für das Unternehmen und die Gesellschaft. Das bin ich mal so sehr optimistisch geprägt. Und dass auch wenn sie es wollten, es wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren würde, alles zu überwachen und zu schauen, was mit Algorithmen dann irgendwie falsch und richtig gemacht wird. So. Ich glaube, von daher wird es sehr, sehr schwierig, aber trotzdem brauchen wir erstmal Transparenz, um zu verstehen, was da passiert, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen werden. Ich glaube, am Ende darf man der Illusion auch nicht erliegen, dass Technologie jemals neutral sein kann. Ja. Das ist sie nicht, auch wenn es weiße, männliche Programmierer sind, dann ist da eine Bias hinter, klar, die gewisse Inhalte natürlich auf gewisse Art und Weise anders filtert. Und diese Neutralität kann es nicht geben. Was es geben kann, ist Schulung, Befähigung und Transparenz.
Irgendwie hat man so den Glauben, Tobias, in Deutschland ist diese Problematik noch gar nicht so angekommen wie jetzt in anderen Ländern. Wie ist da deine Meinung? Haben wir jetzt, nächstes Jahr steht ein Bundestagswahlkampf an beispielsweise. Muss man da aufpassen, dass Social Bots keinen Einfluss ausüben? Naja, also man wird nicht wirklich alles verhindern können. Dafür bräuchte es eben diese Transparenz der Algorithmen, um es überhaupt zu können. Aber ich fände es schon wichtig, dass die Parteien, zumindest mal die zur Bundestagswahl antreten, sich erklären, wie sie sich verhalten, ob sie so etwas einsetzen wollen. Und da hielt ich es für ganz, ganz wichtig, dass da ein klares Signal kommt, dass wir darauf verzichten. Die Art und Weise, wie etwa debattiert wird, seit dem letzten Präsidentschaftswahlkampf in den USA bis in diesen Präsidentschaftswahlkampf, der jetzt kommt, hinein, ist spalterisch, schwierig und, wie ich glaube, nicht zum Vorteil der Demokratie, was eben auch befeuert wird durch die Akteure in den USA. Das kann für uns kein Vorbild sein. Wir haben aber auch eine andere Situation in Deutschland. Es gibt noch immer eine sehr starke Hinwendung von Parteien zum klassischen Wahlkampf. Also ich glaube schon, dass wir auch in diesem Bundestagswahlkampf noch Plakate sehen werden und dass wir auch Broschüren und sonstige Dinge sehen werden. Aber natürlich wird mehr Wert gelegt werden, auch auf einen Online-Wahlkampf, was ja auch ganz normal ist. Nur ich nehme schon wahr, ich bin recht viel in Frankreich ja auch unterwegs, dass dort etwa eine ganz andere Nutzung von Twitter ist. Und Twitter hat in Berlin eine höhere Bedeutung, als es aktuell im Saarland der Fall ist. Da spüren wir schon sehr unterschiedliche Nutzungsverhalten von Menschen auch in sozialen Netzwerken. Und darauf muss man sich natürlich auch einstellen als Politik. Es wäre ja sozusagen idiotisch, wenn ich jetzt versuchen würde, einen Wahlkampf auf einer Plattform aufzusetzen, die überhaupt gar keine Rolle spielt in meinem Land. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass es für die Wählerinnen und Wähler ein klares Bekenntnis gibt. Und wir als CDU werden das mit Sicherheit abgeben können, dass wir auf manipulative Software in dieser Art verzichten werden. Weil ich glaube, es würde uns nicht gut zu Gesicht stehen. Und meine Hoffnung ist, dass auch Parteien wie die AfD sich dazu committen werden, wo ich aber große Zweifel habe. Mhm. Frau Quadbeck, haben Sie sowas, wird sowas bei Ihnen in den Redaktionssitzungen thematisiert? Also wenn Sie jetzt im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr sich unterhalten, wird da über Wahlbeeinflussung durch Social Bots oder Trolle oder wie auch immer, ist das Thema bei Ihnen? Ja klar, also das war auch im letzten Bundestagswahlkampf schon Thema, auch die Frage, ob das eben nur von innen kommt, also ob die Parteien selber versuchen, das entsprechende zu machen. Auch im vergangenen Wahlkampf hat man ja schon versucht, diese Erklärung, die sehr sinnvoll wäre, die Herr Hans gerade genannt hat, abzugeben, aber das hat eben nicht funktioniert, dass alle Parteien das machen. Das haben dann einzelne Parteien gesagt, sie verzichten darauf. Und das ist schon mal wichtig. Das finde ich ist auch für eine Partei, die als seriös gelten will, wäre das auf jeden Fall eine wichtige Erklärung, das auch nachvollziehbar zu machen, dass man das überprüfen kann. Und natürlich schauen wir auch auf das, was möglicherweise von außen kommen kann. Ich weiß, dass im 2017er Wahlkampf war immer mal wieder eben auch Thema, kann es sein, dass Bots gezielt von Russland gesetzt werden, um eben die Wahl in Deutschland zu beeinflussen. Das ist natürlich für uns gerade Tageszeitungsjournalisten, die wir jetzt keine spezialisierten Digitalexperten sind, in einem Parlamentsbüro ist das schwer zu beurteilen. Wir sind da immer auf Sekundärquellen angewiesen. Also wir können da nichts anderes machen als Experten befragen und uns dann eben die Meinung bilden, wie groß die Gefahr ist. Aber natürlich, es ist Thema und es wird auch darüber berichtet, damit zumindest den Usern bewusst ist, dass nicht alles, was sie sehen und vielleicht nicht jede Anhäufung von Aufregung und Erregung im Netz, die sie sehen, unbedingt immer echt sein muss. Spannend, wie sich das entwickeln wird. Martin, insgesamt die Geschwindigkeit, hat man den Eindruck, hat sich im politischen Geschäft massiv erhöht. Man will heute von einem Politiker sozusagen den ganzen Tagesablauf miterleben. Das setzt den Politiker ja teilweise auch unter Druck, immer wieder was Neues posten zu müssen, Inhalte zu liefern. Wie sollte man eigentlich damit als Politiker umgehen? Also
sehe ich in der Tat als Riesenproblem. Also als jemand, der fast täglich mit Politikerinnen und Politikern zu tun hat, das ist schon nicht nur der Druck, der erzeugt wird, sondern es ist natürlich auch so eine Abhängigkeit, in die sich politische Akteure begeben. Nämlich, weil sie wissen, dass ihr Quote zitiert wird, dass sie wissen, wenn sie das und das auf den Knopf so und so drücken, dass sie da natürlich vorkommen und dass natürlich, man möchte Debatten bestimmen, man möchte quasi vorkommen, führt das zu einer Kakophonie von Sachen, wo ich in fast teilweise 60-70% der Fälle denke, haltet doch einfach mal in den Mund. Also nur weil ihr dieses Smartphone in der Hand habt und dieses, die Möglichkeit habt zu kommunizieren, was viele ja sehr, sehr gut auch machen, aber manchmal wäre es der Debatte zuträglicher, wenn man nicht zu jedem Thema etwas sagt. So. Mhm. Und das ist natürlich extrem schwer. Also ich bin kein politischer Akteur, ich muss nicht wiedergewählt werden, aber auch selbst ich merke, wie schwer es mir fällt, manchmal den Mund zu halten, so, um Debatten nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, noch mehr Emotionen zu schüren, noch vielleicht dann doch mal im Affekt dann doch mal eine Fake-Geschichte zu teilen, weil sie mein Weltbild passt. Das ist extrem schwer. Und diese Medienkompetenz, die wir heute schon 5-6 Mal gehört haben, ist mein Ansatz eigentlich, die jeder Mensch, der in einem Parlament gewählt hat, müsste mehrere Workshops mal auch belegen, Medienkompetenz zu werden für die Bedienung. Nicht nur das Team, was im besten Fall ja immer sehr professionell aufgestellt ist, sondern auch der politische Akteur selber. Also ich habe mal so eine Analyse gemacht, das war wirklich im Bundestag, die Abgeordneten, das war jetzt nur auf Twitter, wie viele Menschen da quasi unseriöse Tweets retweetet haben oder selbst Informationen weitergeleitet haben. Also man schaut immer auf die AfD, man schaut immer auf die Populisten. Es sind leider auch sehr viele von demokratischen Parteien dabei, die das tun. Tobias, wie gehst du mit dem Anspruch, um sozusagen auch permanent präsent zu sein in den sozialen Netzwerken? Hat man da auch noch Zeit, mal durchzuatmen? Naja, also es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt quasi Tag und Nacht irgendwie online oder so. Und man muss sich ja auch irgendwann mal... Der Tag ist mal, sehr lang, bei Ihnen ist der Tag sehr lang. Bei mir ist der Tag recht lang, ja, das stimmt. Man muss sich irgendwann ja auch mal frei machen. Also ich lese sehr viel und ich habe wirklich jetzt, Frau Quadbeck wird es mir verzeihen, ich glaube wirklich Monate keine Papierzeitung mehr in der Hand gehabt, außer ich bin jetzt mal gerade im Büro dran vorbeigelaufen, aber ich lese trotzdem auch Ihre Zeitung. Und ich lese, wenn Sie die auf dem iPad haben, ist alles gut. Ich hab in der Tat ein E-Paper. Das liebe ich tatsächlich sogar noch, zu gucken, wie hat man eine Zeitung zusammengestellt. Also dafür brauche ich ja auch ein bisschen Zeit. Mhm. Das gehört für mich auch dazu. Und von daher darf man gar nicht den Anspruch haben, auf jede Nachricht, die kommt, sofort zu antworten. Ich bekomme natürlich Nachrichten, die sagen, wow, ich habe Ihnen jetzt vor quasi 17 Stunden geschrieben, noch immer keine Antwort. Das ist kein guter Politiker. Also ich habe das jetzt übersetzt, ja. Also das war nicht ganz so freundlich formuliert. Damit muss ich leben. Und manchmal denke ich dann, okay, gut, da schreibe ich dann eben auch nicht zurück. Manchmal schreibe ich aber auch zurück, ich bitte um Verständnis. Mein Tag hat auch nur so viele Stunden und ich muss auch mal nachdenken, bevor ich irgendwas zurückschreibe. Das ist hier kein Chat, sondern sie verlangen ja von mir, dass sie auch eine Information kriegen. Mhm. Und dann bekomme ich aber auch sehr viel Respekt dafür, dass ich dann entsprechend auch antworte. Da mache ich mir schon meine Gedanken. Aber natürlich ist es wichtig, also es landet jetzt nicht auf meiner Smartwatch jede Twitter-Meldung, die unter meine Tweets kommentiert wird. So ist es nicht. Aber ich nehme mir Zeit und strukturiere das eben auch, um solche Anfragen zu beantworten. Und ich mache da auch, was irgendwie geht, selbst. Es ist mir wichtig, dass ich da auch authentisch bin. Mache ich auch Bürgersprechstunden und nehme mir da selbst Zeit. Da setze ich ja auch nicht jemand anderes dann hin. Und da achte ich schon drauf, da mit der Fülle der Anfragen klarzukommen. Diana? Die Grundwährung in der Politik ist immer noch Vertrauen. Das heißt, ich delegiere meine Stimme ja an jemanden, der das für mich entscheidet. Und Vertrauen ist eben nicht übersetzbar mit einer totalen irgendwie Gleichzeitigkeit von Überpräsenz, ungesundes Verhalten, überhaupt nicht mehr richtig ansprechbar. Also das ist ja nicht alles das, was tatsächlich Anspruch des Politikers ist. Das erlegt er sich manchmal selbst auf. Das formulieren andere Leute. Aber wenn ich mit vielen jungen Leuten auch zum Beispiel spreche, dann sagen die, ein Politiker, der sagt, seine mentale Gesundheit ist ihm wichtig, er möchte auf Work-Life-Balance achten, er weiß, dass die Welt überkomplex ist, also möchte er mehr Zeit haben, um zu lernen, zu verstehen, zuzuhören. Das sind ja heutzutage ganz andere Leadership-Skills als das, was man früher gesagt hat, der Politiker ist der Herrscher, der das für dich macht. Und ich glaube, dass man da auch einer jungen, modernen Generation zutrauen darf, dass sie ja, für sich gut entscheiden kann, wem sie vertraut und wem nicht. Hm.
Frau Quadbeck, nicht nur in der Politik wird das Geschäft schneller, auch bei Ihnen im Journalismus, gerade in den Online-Auftritten wird ja auch, wenn man eine App runtergeladen hat von einem klassischen Medium, verlangt man ja im Grunde schon fast, dass man, wenn man nach 20 Minuten wieder draufklickt, dass dann die nächste Schlagzeile irgendwie hochgeladen wird. Wie wird man da noch dem Anspruch gerecht, auch die Rechercheleistung im Vorfeld überhaupt noch bewältigen zu können? Stelle ich mir schwierig vor. Ja, wir haben da durchaus eine Informationsvermittlung der zwei Geschwindigkeiten. Also wir haben ja eine eigene Online-Redaktion, die in Düsseldorf sitzt. Und wenn dann Großereignisse sind, sehr wichtige Abstimmungen im Bundestag oder bedeutende Regierungserklärung der Kanzlerin, dann ist das so, dass meistens in der Online-Redaktion jemand sitzt, der einen Blog aufmacht und einfach erstmal live das reingibt, was direkt gesagt wird. Und oder es wird auch schon mal eine rein nachrichtliche Agenturzusammenfassung da drauf gesetzt. Und dann kommt eine Stunde oder zwei Stunden später ein einordnender Bericht aus dem Korrespondentenbüro in Berlin, in dem dann auch nochmal die Hintergründe beleuchtet werden, vielleicht auch die ein oder andere Aussage auf ihren Gehalt abgeklopft ist, eingeordnet ist, also so ein bisschen, was hat sie gesagt und was hat sie eigentlich damit gemeint. Und das können natürlich nur Leute, die das Hintergrundwissen haben. Und dann stehen wir eigentlich ganz gut da, indem wir also die Geschwindigkeit bedient haben und ein anderer Mensch, der dann eben die Kompetenz hat, in die Tiefe zu gehen, da auch in die Tiefe geht und dafür auch die nötige Zeit bekommt. Da bekommen wir also auch keine Anrufe von der Online-Redaktion nach dem Motto, wann ist das fertig, sondern wir sagen, naja, wir brauchen circa 2 Stunden. Oder es ist auch schon mal so, irgendeine Meldung geht durchs Land, die vielleicht auf 2, 3 Online-Portalen hochgeht und dort auch stark geklickt wird, dann rufen die bei uns an und sagen, könnt ihr das auch machen, könnt ihr das schnell kommentieren? Und mitunter passiert es, dass wir sagen, Moment, wir tun erstmal 3 Anrufe oder wir gehen, der Politiker erklärt sich gleich, wir gehen da erstmal hin und hören uns das an und schreiben es dann auf und das stößt, sag ich mal, in seriösen Medien natürlich absolut auf Akzeptanz, das ist kein Thema. Mhm. Martin, vielleicht noch abschließend, was glaubst du eigentlich, welche Zukunft haben die sozialen Netzwerke? Wenn sie die Bedeutung behalten, die sie aktuell haben, wird die Bedeutung noch mehr oder verschwinden sie sogar vielleicht irgendwann? Das ist die 1-Million-Euro-Patrick-Frage. Wenn ich sie wüsste, wäre ich, glaube ich, sehr reich. Würde ich nicht hier sitzen wahrscheinlich? Nein, keine Ahnung. Nein, das ist in der Tat etwas, was man sehr schwer so Zukunftsforschung absehen kann. Ich glaube schon auch, dass unsere Welt sich viel, viel stärker durchdigitalisieren wird, als sie heute schon ist. Und das ist nichts Überraschendes. Das heißt, die ganze Smart-Geschichte, Smart-Technologie wird dazu führen, dass wir viel, viel stärker auch mit Social-Media-Aspekten quasi mit anderen Objekten kommunizieren, mit unserem Kühlschrank und so weiter, und dass das dann quasi viel, viel stärker inkludiert wird und wir gar nicht mehr an Webseiten denken oder an Apps denken, die wir heute noch so haben, sondern dass es Applikationen sind, die wir viel, viel im Alltag viel, viel inkludierter sind, als wir das heute kennen. Es wird nicht mehr diese externen Geräte irgendwann mal geben, glaube ich so. Und damit ist natürlich die Frage auch mit Social Media. Ich glaube, wir haben gelernt oder in vielen Ländern hat man gelernt, dass die Gesellschaft, dass die öffentliche Meinungsbildung oder das öffentliche Kundtun von Meinungen vielleicht nicht mal gut ist für die Seelenhygiene. Das heißt, es wird sich viel, viel stärker in geschlossene Räume verlagern, Social Media, glaube ich. Es wird noch heterogener werden, als wir heute schon sind. Wir haben 150 verschiedene Netzwerke, die wir in Deutschland haben, die genutzt werden von deutschen Nutzerinnen. Und dann wird es, glaube ich, viel, viel lokaler werden. Also ich glaube, wir werden viel, viel mehr so Nachbarschaftsnetzwerke und Vernetzung auch auf digitaler Basis sehen und weg vielleicht auch von diesen, es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die sehr international und multilateral aufgestellt sind, aber viel, viel mehr Leute werden sich auch in ihrem Lokalen, wie wir stärker digital vernetzen. Würde ich sagen, war trotzdem ein gutes Schlusswort. Von daher zunächst mal vielen Dank an unsere Talkgäste, an Martin Fuchs, Eva Quadbeck, Diana Kinnert und Tobias Hans für die wirklich, wie ich finde, sehr interessanten Ausführungen. Aber auch danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Digital Talk der CDU Saar wieder mit dabei. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss, macht's gut. Tschüss.